Die Bundesregierung, das Parlament hat in der letzten Legislaturperiode die Behindertenpolitik ein wenig stiefmütterlich behandelt. Wir meinen, man hat nur in Trippelschritten Verbesserungen vorgenommen. Und auf diese Art und Weise ist die Auseinandersetzung, die Abhängigkeit, der Abstand zwischen Menschen mit und ohne Behinderung größer geworden. Das ist sehr schade. Man hat zwar einige Gesetze beschlossen, beispielsweise das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, aber in diesem Gesetz so viele Ausnahmen und so große zeitliche Fristen vorgesehen, dass die Menschen mit Behinderungen wieder im Grunde genommen hinunterfallen, dass sie wieder benachteiligt sind und dass der Abstand wieder sehr groß ist. Man hat auch in dem Bereich der stationären Pflege ganz im letzten Augenblick, jetzt erst aktuell, in den letzten Wochen, gesetzliche Verbesserungen beschlossen. Man hat die pflegebedingten Anteile aber nicht in dem notwendigen Maße abgesenkt. Und ganz zum Schluss, praktisch heute noch, in ein anderes Gesetzespaket mit aufgenommen, die Assistenz im Krankenhaus neu zu regeln. Aber auch dabei wird, so haben wir jetzt die Befürchtung, der ambulante Bereich, der häusliche Bereich, wieder benachteiligt, wieder nicht beachtet, zeigt also, die Menschen mit Behinderungen sind nicht zwingend in allen Ressorts mit dem notwendigen Umfang berücksichtigt. Ich müsste eigentlich noch ergänzen, der ganze Arbeitsmarkt ist in dieser jetzigen Legislaturperiode auch nicht in dem notwendigen Umfang berücksichtigt worden. Ich hatte vorhin ja schon mal die Barrierefreiheit angesprochen, ich hatte einen Teil der Pflege angesprochen. Der Arbeitsmarkt ist ebenfalls nicht in dem notwendigen Umfang in den politischen Entscheidungen berücksichtigt worden. Menschen mit Behinderung haben mehr Probleme auf dem Arbeitsmarkt als Menschen ohne Behinderung. Die Arbeitslosigkeit ist länger bei Menschen mit Behinderung. Corona hat die Situation noch verschärft. Es sind mehr als 10% Menschen mit Behinderungen mehr arbeitslos als vorher. Der Anteil ist bei den übrigen Beschäftigten geringer. Das heißt also, auch hier sind die notwendigen Entscheidungen nicht getroffen worden. Die Ausgleichsabgabe, eine unserer Forderungen seit Jahren, hat man nicht so verändert, dass Betriebe, und es gibt immerhin über 40.000 Betriebe, die überhaupt niemanden beschäftigen, der eine Behinderung hat. Diese Betriebe werden nicht mit dem notwendigen Druck, politischen Druck, moralischen Druck, bearbeitet, um doch ihre gesetzliche Pflicht, Menschen mit Behinderung einzustellen, auch zu genügen. Die Ausgleichsabgabe sollte verdoppelt werden. Das ist leider nicht passiert. Wir haben auch hier eine doch sehr nachlässige oder eine Politik, die nicht mit Nachdruck diese Ziele verfolgt. Das lässt sich für alle drei Bereiche, Arbeitsmarkt, Pflege, Barrierefreiheit, nachweisen in verschiedenen Positionen. Und insbesondere die Menschen, die zu Hause eine Pflege bedürfen, in der ambulanten Pflege also, die sind in der Corona-Zeit ganz hart betroffen worden. Es brachen die ganzen Strukturen weg. Sie wurden sich selbst überlassen. Die Familien wurden über Gebühr belastet. Das kann man jetzt nachträglich besonders gut feststellen und dafür entstehen für die kommende Regierung besondere Aufforderungen und besondere Verpflichtungen.